Es ist Dienstag und Sie sehen das SKB-Journal mit folgenden Themen. Corona-Zahlen, Inzidenz wieder bei Null. Ausgerückt, Brandenburger Feuerwehren fahren ins Flutgebiet. Und ungenügend, Neuplanung für den Radweg am Grillendamm. Und damit herzlich willkommen zum SKB-Journal. Wir starten auch die heutige Sendung mit den aktuellen Corona-Zahlen. Die Inzidenz liegt mittlerweile wieder bei Null. Demnach gab es im Vergleich zum Vortag keine Neuinfektion. Auch in den vergangenen 7 Tagen gab es keine Neuinfektion mehr. In Quarantäne befinden sich noch 11 Personen. Oberbürgermeister Steffen Scheller verabschiedete am Dienstagmorgen 22 Kameraden der Freiwilligen Brandenburger Wehren ins Hochwassergebiet nach Rheinland-Pfalz, um die dortigen Kräfte zu unterstützen. Der Konvoi besteht aus einem Löschgruppenfahrzeug, einem Tanklöschfahrzeug und 3 Mannschaftstransportwagen. Am Autobahnrastplatz Buckautal treffen sie auf die Kameraden des Landkreises Potsdam-Mittelmark. Gemeinsam machen sie sich als Einheit Modul Löschen und einfache Hilfeleistung auf den Weg zum Sammelpunkt am Nürburgring, um von dort aus in die Überschwemmungsgebiete zu gelangen. Der Einsatz ist vom 11. bis 15. August geplant. Vor Ort werden die Brandenburger Kameraden die Kameraden aus dem Landkreis Teltow-Fläming ablösen. Endlich wieder Kultur in der Havelstadt mit dem Brandenburger Kultursommer 2021. Freuen Sie sich auf Stars wie Anna Loos und ihrem Konzert Werkzeugkasten. Lassen Sie sich von den Hanke Brothers musikalisch verzaubern und rocken Sie mit Brandenburger Lokalhelden, wenn es heißt Brandenburg rockt. Natürlich gibt es auch wieder Hollywood an der Havel mit den Brandenburger Symphonikern. Zu den Brandenburger Wassermusiken gibt es das Beste von Udo Jürgens mit Sahnemix und unvergessene Melodien von ABBA mit der Tribute-Show ABBA Today. Das Highlight der Wassermusiken ist natürlich das Benefizkonzert des Lions Club und der Brandenburger Symphoniker. Der Brandenburger Kultursommer 2021. Alle Informationen und das gesamte Programm gibt es online unter www.brandenburgertheater.de/kultursommer. Die Lebensart kommt zurück nach Brandenburg an der Havel. Zum 3. Mal können Sie das Schönste für den Garten, die besten Dinge zum Wohnen und die coolsten Sachen für den Lifestyle finden. Vom 13. bis 15. August gastiert die Lebensart wieder auf dem Brandenburger Marienberg. Erleben Sie exklusives Interieur und dekorative Ideen rund um die Themen Garten, Wohnen und Lifestyle. Flanieren Sie durch die Welt aus Schönem und Besonderem und erwerben Sie vor Ort hochwertige Produkte wie Wohnaccessoires, Pflanzen, Schmuck, Antiquitäten und vieles mehr. Willkommen zur Lebensart-Ausstellung auf dem Brandenburger Marienberg vom 13. bis 15. August. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Ich konnte nicht mehr länger wandern. Das Radfahren ging schwer. Treppe steige. Katastrophe. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Seit 2017 wird für den Grillendamm eine neue Kombination aus Fuß- und Radweg geplant. Mittlerweile hat die Stadtverwaltung einen Förderantrag eingereicht. Nun müssen sie ihre Planung neu schreiben, um eine Förderung zu bekommen. Die Baumaßnahme soll mittlerweile 750.000 Euro kosten. Anfangs lagen die geschätzten Kosten bei 180.000 Euro, also gerade mal 1/4 der jetzigen Kosten. Die Kommune wollte einen Fahrradschutzstreifen etablieren, doch nun muss die Stadtverwaltung nachbessern, um eine Förderung zu bekommen.
Der Landesbetrieb Straßenwesen hatte sein Veto eingelegt, da sowohl bei Fahrrad- als auch Autofahrern zu wenig Akzeptanz für die geplante Maßnahme herrscht. Nun muss es einen eigenen Radweg und einen eigenen Gehweg geben, damit das Projekt gefördert wird. Da das mehr Platz kostet, müssen die Sportanlagen verkleinert werden, die Umzäunung wird versetzt. Allgemein wird die Fahrbahn für Autos dann auch enger. Dadurch wird es nur im Kreuzungsbereich getrennte Spuren für Links- und Rechtsabbieger geben, was wiederum zu einem schlechteren Verkehrsfluss führt. Tja, keine rosigen Aussichten für den Brandenburger Verkehr, aber das kennen wir ja mittlerweile schon. Bessere Aussichten gibt es dafür beim Wetter. Hier ist der SKB-3-Tagestrend. Am Mittwoch und Donnerstag erwartet uns noch ein leicht bewölkter Himmel. Am Mittwoch kommen Temperaturen von bis zu 23 Grad dazu. Am Donnerstag steigen die Temperaturen nicht über 27 Grad. Der Freitag wird dann wieder sommerlich mit bis zu 30 Grad und Sonne pur. Liebe Zuschauer, das war das SKB-Journal vom Dienstag. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und sage Tschüss. Machen Sie es gut.